Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es wieder mal um das Thema Minimalismus. Ich habe ja schon Videos gemacht zum Thema Kleiderschrank ausmisten, zum Thema das Zimmer ausmisten, zum Thema digital ausmisten und auch zum Thema, was ich nicht mehr kaufe, was man sofort ausmisten kann und so weiter. Und es hat sich alles immer sehr viel auf das jetzige Ausmisten bezogen. Und heute wollen wir darüber reden, was kommt eigentlich nach dem Ausmisten, weil Minimalismus ist ja nicht einfach, dass man sein gesamtes Zimmer ausmistet und dann ist man irgendwie Minimalist. Nein, es geht vielmehr um das richtige Mindset. Und wie bei jedem Minimalismus-Video möchte ich anfangs kurz erklären, was der Minimalismus eigentlich ist, da ich immer noch denke, dass es oft falsch verstanden wird und Minimalismus als ein Lifestyle verstanden wird, bei dem man nur 100 Sachen besitzt, bei dem man nichts kauft, bei dem man nur auf dem Boden sitzt und vielleicht ein Bett und ein T-Shirt hat, weil nein, so ist es garantiert nicht. Beim Minimalismus geht es darum, nur noch das zu haben, was man wirklich braucht und was einem gefällt. Und das ist eigentlich eine ziemlich schöne Ansicht. Es geht um ein achtsames Leben und darum, dass man sich bewusst für Dinge entscheidet und nicht einfach eine Reizüberflutung hat und ein vollgestopftes Zimmer mit vielen Dingen, die man, oder ein vollgestopftes Leben mit Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Vorab noch, ich habe eine ganze Minimalismus-Playlist, die könnt ihr euch hier oben angucken. Mit den ganzen Minimalismus-Videos. Also falls euch das Thema interessiert, dann guckt dort gerne vorbei und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Und nun geht es los. Wie ich im Intro schon angeschnitten habe, geht es darum, das richtige Mindset zu haben. Also ein Mindset, das einem irgendwie sagt, hey, kauf das jetzt nicht oder brauche ich das wirklich? Oder einfach ein bewusstes und achtsames und konsumeinschränkendes Mindset, wenn man das so sagen kann. Und man muss einfach diese Glaubenssätze in sich tragen, die sagen, ich bin nicht mein Besitz. Ich bin viel mehr als das, was ich besitze. Man muss sich fragen, will ich das wirklich brauchen? Man muss sich fragen, bringt das in mein Leben einen gewissen Wert und macht das mich glücklich oder macht es mich nicht glücklich? Einfach dieses Mindset haben. Um sein Lebensziel bewusst und minimalistisch zu halten, könnte man auch jeden Monat oder jede Woche, wie auch immer ihr wollt, gucken, wie viel man eigentlich so hat und was sich über den letzten Monat angesammelt hat oder generell mal gucken, was habe ich vielleicht auch geschenkt bekommen von Freunden, von Familie und so weiter und dort dann jeden Monat ausmisten. Keine Ahnung, könnt ihr sagen, am letzten Tag jedes Monats setze ich mich hin und gucke, was ich hier so habe in meinem Leben und das auch vor allem digital, weil nächster Punkt wäre nämlich auch der digitale Minimalismus, dass man da auf jeden Fall mal jede Woche oder jeden Monat durchguckt, was habe ich eigentlich für Fotos diesen Monat gemacht, was habe ich für E-Mails bekommen, was habe ich für Dateien bekommen, welchen Leuten bin ich jetzt neu gefolgt oder welchen Leuten möchte ich eigentlich ändern folgen, um mehr Freude in meinem Leben zu haben und tun mir diese Leute gut und so weiter. Ich denke nämlich, dass man das Digitale oft unterschätzt und sich so denkt, hey, das ist nur digital, ich besitze es ja nicht wirklich und eigentlich belastet es mich ja nicht. Aber wenn ich überlege, belastet es mich oft schon. Wenn ich daran denke, dass meine Galerie mit Bildern überflutet wäre und ich richtig viele unnötige Bilder habe, dann macht es mich irgendwie auch so innerlich fertig, ich habe so eine innere Unruhe und deswegen gucke ich gerne, das mache ich sogar fast täglich, immer meine Galerien, gucke so, was habe ich heute für Bilder gemacht oder was habe ich heute abfotografiert, was ich eigentlich nicht brauche oder was ich erstmal nicht brauche. Außerdem habe ich auch eine ziemlich gute Strategie und Organisationsmethode in meiner Galerie momentan, da ich viele verschiedene Ordner habe und deswegen auch gefühlt jedes Bild irgendeinem Ordner zuordnen kann. Und deswegen habe ich da auch einen sehr guten Überblick und eine sehr gute Ordnung drin. Ansonsten auch, wie gesagt, in die E-Mails gucken, da man oft auch irgendwelche unnötige Werbe-E-Mails bekommt oder irgendwelche Newsletter abonniert hat, die man dann gar nicht mehr braucht oder die man gar nicht mehr ansprechend findet. Und die könnt ihr einfach deabonnieren. Der nächste Punkt ist das seelische Ausmisten und bezieht sich auch so ein bisschen auf den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Bei Minimalismus geht es ja darum, sein Leben zu vereinfachen und deswegen ist natürlich nicht nur das äußere Umfeld sehr wichtig, sondern auch das, was in dir drin vorgeht. Also ja, deine Seele und dein Gefühl einfach. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass du ab und zu mal Personen ausmistest, dass du auch mal Hobbys ausmistest, dass du Gewohnheiten ausmistest. Das klingt erstmal sehr strange und radikal. Ich meine, ihr habt auch schon so, dass ihr mal bei Instagram gucken könnt, wen ihr da so folgt und denen eventuell mal entfolgen könnt, falls ihr diese Person nicht mehr, was weiß ich, warum ihr gefolgt seid, nicht mehr inspirierend findet, nicht mehr bildend findet. Und sich dann von Leuten zu trennen, die einem einfach nicht mehr gut tun. Das ist so eine Devise, die ich habe. So, trenne dich von Leuten, die nicht gut tun, die ich oft erwähne. Ich habe das in meinen letzten Videos bestimmt schon richtig oft erwähnt und auch in meinem Podcast. Weil es eine Sache ist, die die ich sehr wichtig finde, dass man sich nur mit Leuten umgibt, die einem gut tun. Ja.
auf jeden Fall. Außerdem auch von alten und teilweise schlechten Gewohnheiten eventuell zu trennen. Ich habe zum Thema Gewohnheiten auch schon öfters mal Videos gemacht, die könnt ihr hier oben finden. Genau. Es geht ja wirklich darum, das Leben bewusst und einfach zu halten. Also einfach gucken, was braucht ihr einfach nicht mehr in eurem Leben. Es könnte halt in allen Bereichen sein. Wie gesagt, es könnte sein Hobbys, Freizeitaktivitäten. Ja, sowas halt. Das waren jetzt erstmal einige Ideen von mir. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so macht als Minimalisten oder was ihr euch vorstellt, was Minimalisten so machen können, beziehungsweise so fortgeschrittene Minimalisten nach dem Ausmisten. Wow, das reimt sich alles heute. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir, dass ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade. Also bis morgen, habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund und fröhlich und bleibt zu Hause. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Warum mache ich das jetzt jedes Mal? Ich mache das letzte Zeit jedes Mal, aber irgendwie... Okay, ciao. Bis morgen.